Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Also im Sommer dieses Jahres hat man mir hier diese Fenster zur Verfügung gestellt für eine Ausstellung, weil ich auch Corona-bedingt keine Fläche gefunden habe oder keinen Raum, wo ich meine Bilder zeigen konnte. Und da dieser Raum hier ja auch nicht mehr genutzt werden soll, habe ich jetzt die Möglichkeit, hier auszustellen, also auf unabsehbare Zeit. Dadurch hat sich natürlich bei mir auch die Frage gestellt, wie soll ich das alleine bestücken? Und so kam ich auf die Idee, mit anderen Künstlern das zusammen hier zu machen. Und daraus ist jetzt eigentlich so das Künstlerkollektiv Vitrine gewachsen. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Für uns war es immer ein zentraler Gedanke, sowohl an die Menschen zu erinnern, die im Faschismus Widerstand geleistet haben, die einen mit einem ganz alltäglichen menschlichen Verhalten, ja, die anderen mit organisiertem Widerstand, zum Beispiel in der Resistance oder in den Mitkämpfen in den Einheiten der Partisanen. Uns war es wichtig, sowohl bekanntere Antifaschistinnen und Antifaschisten vorzustellen, wie Peter Gingold oder Anna Segers zum Beispiel, aber auch zum Beispiel das Mainzer Ehepaar Ella und Friedel Janicek, die als Arbeitersportler ihren Verein weiterbetrieben haben und durch die Vereinstätigkeit gute Möglichkeiten hatten für Kurierdienste, für den illegalen Widerstand, oder der Rheinschiffer Philipp Wahl, der als Rheinschiffer große Verantwortung übernommen hat, die Organisation des Widerstandes in vielen Städten entlang des Rheins zu unterstützen. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Wir machen ja fast jedes Jahr mindestens eine Ausstellung, trotz alledem, also im Rhein-Main-Gebiet vor allen Dingen. Und wir gucken dann immer an dieser Örtlichkeit, wo wir sind, was gab es hier für Leute, die Widerstand geleistet haben? Und dann kam meistens auch noch, haben wir uns informiert, vielleicht also wie Bad Kreuznach zum Beispiel, hatten wir Frauen im Widerstand und dann kam Lina Hilger dazu, ja, Toni Fromke und so ist es dann nach und nach gewachsen. Am Anfang war es so, dass viele halt noch lebten. Also von den Ausgestellten, die wir hier zeigen, lebt mittlerweile keiner mehr. Ich hatte das Glück, noch einige kennenzulernen. Matthias hat sich schon länger mit dem Thema beschäftigt, also er kannte noch viel mehr von den Menschen. Und das war schon toll, wenn die bei der Ausstellung auch geredet haben, ja, wenn sie ihre Geschichte erzählt haben, das kam halt aus erster Hand. Ja. Und das ist gar nicht mehr ersetzbar. Ja. Also wir müssen jetzt versuchen, halt deren Geschichte irgendwie lebendig zu halten. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Der 9. November ist für uns auch deswegen von Bedeutung, weil drei der hier ausgestellten Personen als Angehörige alteingesessener jüdischer Familien in Mainz den 9. November selbst erleben mussten. Die Gebrüder Epstein zum Beispiel, die Eltern hatten ein Möbelhaus in der Mainzer Bahnhofstraße, das an diesem Tag zerstört wurde. Die Familie wurde aus dem Haus getrieben und das Inventar der Familie wurde aus den Fenstern geworfen. Also das war eine Form der Gewalt, die an diesem Tag ausgeübt wurde. Uns war es immer wichtig, an diese Geschichten zu erinnern, aber nicht nur der Erinnerung wegen, sondern auch, und das war von allen Porträtierten hier immer ein zentrales Anliegen, zu gucken, wie kann die Erinnerung daran auch lebendig bleiben, wenn sie nicht mehr da sind. Und so wie es Ihnen, den Porträtierten, wichtig war, das nicht nur bezogen auf die Geschichte, die Erinnerung wachzuhalten, sondern auch bezogen auf die heutigen Verhältnisse.
Diese Ausstellung versteht sich auch als Aufforderung, die Augen offen zu halten, versteht sich als Aufforderung, Widerstand zu leisten, wenn Diskriminierung geschieht, wenn Ausländerhass auf der Straße sich austobt, wenn die AfD Auftritte hat in der Stadt oder auch andere Rechte und Nazi-Gruppen auftreten, sich dem entgegenzustellen. Wir freuen uns, dass wir diese Ausstellung in diesem Jahr gemeinsam mit der VVN organisieren können. Die VVN ist die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes und seit den 70er Jahren trägt sie zusätzlich den Namen Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Einige der hier Ausgestellten waren Mitbegründer der VVN. 1947 wurde sie in Frankfurt gegründet und hat seitdem nicht nachgelassen, damals zunächst auf die faschistischen Kontinuitäten in der Bundesrepublik hinzuweisen, hat nicht nachgelassen, die zentrale Konsequenz der Erfahrung der Überlebenden der Konzentrationslager und Gefängnisse und der ehemaligen Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen, die lautete: nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, daran zu erinnern und ihre Politik daran auszurichten. Sie hat Proteste organisiert gegen Nazi-Aufmärsche, sie hat Demonstrationen organisiert zum 8. Mai, zum Jahrestag der Befreiung und hat viele, viele Jahre eine unglaublich bedeutsame Arbeit geleistet und sehr viel dazu beigetragen, dass die Verhältnisse nicht noch dramatischer sind, als sie heute auch schon geworden sind. Für uns ist diese Ausstellung in jedem Jahr, in dem wir eine durchführen, immer auch eine sehr gute Erfahrung, weil Schulklassen sich die Ausstellungen ansehen, weil wir Diskussionen haben, weil sie Fragen haben, weil sie fragen, wo hatten die Menschen diesen Mut her. Das ist für uns immer eine sehr gute Gelegenheit, also sowohl über die historischen Umstände zu informieren, als auch über die heutigen Verhältnisse anzusprechen und eben das, was die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen ihr Leben lang getan haben, auch weiterzutragen. Also Mut zu machen, sich zu trauen und keine Ungerechtigkeit geschehen zu lassen, ohne dagegen zu protestieren und dafür Sorge zu tragen, dass das nicht mehr geschieht. Also die Ausstellung, die läuft noch bis 3. Dezember und es gibt keine Öffnungszeiten. Die Ausstellung ist immer offen, also man kann hier immer herkommen und schauen. Ja? Also die Texte liegen aus in den Schaufenstern und die Porträts hängen hier. Also es ist, die ganze Information ist in diesen Schaufenstern zu sehen und abzulesen.